Okay, krass. Eins auf Trends. Sascha war kurz Zigaretten holen. Es ist unglaublich. Ein Jahr und er ist wieder einfach da. Ich habe ihm, tatsächlich, ich freue mich natürlich sehr, dass Sascha wieder da ist. Und ich habe ihm ein Video geschickt. Ich sollte ein Video schicken mit "Ich sage ja!" Und ich dachte mir, wow, krass, Sascha denkt an mich. Er baut mich mit ein und es freut mich natürlich sehr. Und bin sehr gespannt, in welchem Kontext er es verwendet hat. Einfach was. Ich gehe mal davon aus, einfach als Freude, dass er wieder da ist, ne? Weil Sascha ist ein Freund. Ich weiß, dass er früher irgendeinen Scheiß gemacht hat damit. Er hat gestern richtig Druck gemacht. Mach bitte schnell. Ich brauche das jetzt. Und ich weiß, er hat damals oftmals Scheiß gemacht, aber ich weiß, dass wenn Sascha nach einem Jahr auf einmal wieder anfängt, dass er keinen Scheiß machen würde. Ganz garantiert. War kurz Ziegen holen. Let's go. So, dann bin ich von Zigaretten holen zurück. Mal gucken, was ich so verpasst habe. Gar nichts. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video und zwar Sascha liest Kommentare. Die Woche ist ja so schnell vergangen. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen alten Videos unterwegs. Ey, der Vibe hat einfach gefehlt. Sag ehrlich, der Vibe hat gefehlt. Ich bin damit groß geworden. Also, nicht groß geworden. Doch, Sascha hat mich schon 2018 in die ersten Videos eingebaut. Ich kenne diese Sounds und sowas. Das gab's nicht. Es hat sich auch keiner irgendwie getraut, an Sascha Content ranzukommen. Hat einfach gefehlt. Die lieben Kommentare von meiner geliebten Community durchgelesen und ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go. Ich finde es krass, wie konsequent inaktiv du bleibst. Respekt an dich. Inaktiv? Ich war doch nur kurz Zigaretten holen. Muss ehrlich zugeben, waren bis jetzt wirklich die stärksten 3 Monate auf deinem Kanal. Mach bitte weiter so. Alex, danke, dass auch du meinen Rücken hast. Ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Ja! Ja! Oh! Italien! Saschas Uploadplan. 2 Videos an einem Tag. 5 Wochen Pause. 1 Video, das 3 Tage zu spät kommt. Colin, ich glaube, du hast einen Reiter vergessen. Zu früh für solche Späße, glaube ich. Neues Profilbild hier poplos. Sascha ist echt ein ganz anderer Mensch, der zieht eine Show da ab. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der macht da so gekünstelt. Wenn du ihn kennst wie ich, der fägt sich da einen ab. So ist der nicht. Lüg doch nicht. Manchmal werde ich sauer, weil er macht da einen auf laut. Wenn Sascha neben dir sitzt, vergisst du, dass der da ist. Du vergisst, dass der da ist. Der sitzt neben dir. Ach, irgendwann, ich geh mal Klo. Ach, du warst ja auch da. Ja, klar. Wie war dein Name nochmal? Sascha ist dieser eine. Und wenn du den in dem Video siehst, hör auf, wirklich. Sprecht den mal an auf der Straße. Guck den mal an. Entweder der ist gerade stoned oder was weiß ich. Oder du siehst ihn nicht, weil, Bruder, steht irgendwie, keine Ahnung, ist Zahnstocher. Uga Uga. Ein halbes Jahr kein Video, aber Hauptsache das Profilbild zu Carsten ändern. Freddy, Kompos bauen! Sorry, ein ganzes. Ein Jahr kein Video? Das muss ja gefeiert werden. Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Nein zu Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Was ist Alkohol? Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Nein zu Alkohol. Ich sage Ja. Du bist wirklich das Allerletzte! Sascha! Wirklich! Wirklich! Es ist... Ey, wirklich, Sascha. Hey, ich bin's, Jens. Ich mache wieder Videos. Ich würde mich so freuen. Ich brauche von dem Video. Ich sage Ja! Guck mal, mit welcher Leidenschaft ich ihm das schicke. Seht ihr das? Mit welcher Leidenschaft? Ich so, ja klar, Sascha, mach ich dir. Ich noch so, oh scheiße, ja, ich mach schnell. Ich freue mich, dass du wieder da bist, dass du machst. Guck mal, mit welcher Leidenschaft, guck meine Augen. Ich sag Nein zu Alkohol. Ich sage Ja. Ich würde das Format feiern. Inscope, Top 10 Chats mit seinen One... Das lese ich lieber nicht vor. Wie heißt Dehner, wenn er Hausverbot bekommt? Mehr Anzeigen. Felix vor dem Laden. So fangen wir gar nicht erst an. Junge! Für den nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen düstere Stimmung. Dankeschön. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir Videos von vor 2 Jahren anschaue. Entschuldigung. Die ich vergessen habe, damit es mir so vorkommt, als hätte Sascha ein neues hochgeladen. Danke dir, Bruder. Leute tun so, als ob ich ewig lang weg gewesen wäre. Yo, Sascha, in der Zeit habe ich jetzt ein Kind bekommen, habe es zum Kindergarten gebracht, mein Kind hat einen Abschluss, hat geheiratet, ich wurde Opa, ich liege unter der Erde, ich schreibe diesen Kommentar von dem Himmel. Perfekter Ton. Danke, Frank. Bitte. Danke, Frank. Jeden Sonntag 18 Uhr, der pünktliche Boss am Start, weil ich ein Macher bin. Ey, Sascha, bring mal den Müll raus. I'm walking on sunshine.
bin ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Das Einzige, was bleibt, sind Nikos Videos, welche mir pro Sekunde 10 Gehirnzellen abtöten. Die erste Boxershorts, die ich dabei hatte, habe ich 3 Tage lang getragen. Bitte, komm zurück und helfe deiner verlorenen Community, welche alleine in den Weiten des Internets umherirrt. Und lieber Tobi, da habe ich heute nur für dich eine Überraschung dabei. Oh, der Malaka, du bist ein Mensch, der dich muss ja vom Tobi Nation. Spätestens jetzt hat er wirklich keine Gehirnzellen mehr. Lad doch was hoch jetzt! Justin, ich arbeite doch schon dran. Ich bin für die Videos doch nicht mehr gemacht. Ich komm nicht mit im Takt. Mir schallert's alles weg, Alter. Ich werd die Leute, die sich immer aufregen bei mir, dass ich irgendwie zu schnell und zu laut rede. Ich hab nur noch gerade Tonsequenzen in meinem Kopf. Dann Nikos aufgedunsenes Gesicht zwischendurch, dass er vom Balkon hängt, weil man ja von oben noch unvorteilhafter aussieht. Nämlich genau so, von unten, so richtig schön, schön aufgedunst und dann noch den hier machen. So, so ein Malaka, was soll ich denn damit anfangen? Meine Fresse, alter Vater, wie willst du denn damit leben? Mach Geschwindigkeit vom Video runter, geht das? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt die Geschwindigkeit von Saschas Video runtermachen muss. Hör auf. Wir gucken uns das jetzt an und dann wir lachen einfach, ja? Sascha ist wieder da. Und da wird ja auch mal gefeiert. Es ist anstrengend, aber wir machen hier mit. Hier gibt es jetzt nur noch positive Sascha-Videos. Mann, ihr wisst doch selber. Von den 1,1 Millionen Leuten ist der kleinste Prozentzahl, der kleinste Prozentsatz 14 Jahre oder älter. Jetzt macht ihr mit hier. Was ist mit Luca passiert? Luca, dem wird's schon gut gehen. Jo Leute, was geht und willkommen zu meiner neuen Roomtour. Mein Vater ist eher mit der Milch zurück, als dass mal wieder das nächste Video kommt. Und, wer war schneller? Sascha ist noch stabil im No Neues Video November dabei. Mehr Anzeigen. Ach du Scheiße. Update 2 Monate später. Digi, du hast den NNVN durchgehalten. Respekt, lad bitte weiter so regelmäßig hoch. So ist es für uns alle sehr angenehm. Update 4 Monate später. Wir sind sehr stolz. Wenn du so weitermachst, hältst du auch den Fern vom Hochladen Februar durch. Schaff ich easy. Update 6 Monate später. Hatte heute kurz Angst, dass als April-Scherz ein Video kommt. Zum Glück zieht Sascha auch noch den absolut kein Video April durch. Ich weiß nicht, von was er spricht. Update circa 1 Jahr später. Jungs, schneidet euch an, bald geht es wieder los. Und dann wieder jeden Sonntag. Heute kommt kein Video, Mann. Nicht nur, dass der Bruder jeden 2. Monat zurückgekommen ist, um seinen Kommentar zu updaten. Nein, er glaubt auch nicht dran, dass ich nicht jeden Sonntag ein Video hochlade. Ich hab die Challenge akzeptiert. Wenn ich es nicht schaffe, glatze. Oh, Sterling, nice. Der ist, glaube ich, ganz gut, oder? Costa Quanta, Chat. Also diesen Sonntag lade ich aber nicht hoch. Yo, Sascha, wo bleibst du? Ich bin beim Fantreffen. Leute, macht mal Lärm. Das waren einfach bis jetzt die besten 11 Monate meines Lebens. Danke, Sascha. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. Hallo, Isa. Saschas Videos sind so regelmäßig wie der Stuhlgang bei den älteren Herrschaften da draußen. Wen meint er damit? Hey! Alle Bilder verändert! Meint er damit? Ey! Also wirklich? Alter, 2 Mal in einem Video, Sascha! Und ich fang noch an zu lachen über die anderen, Hayopais! Ich verlose diesen Rentner. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Vor dieser Aussage habe ich auch selber Angst bekommen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Chats, Insta-Chats oder sonstige Chats rumfahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Nach einem Jahr können diese Chats ganz übel werden. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Dann haben wir den Worldwide Walk Nummer 1. Das ist die Creme de la Creme der deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter. Und mit dabei mein guter Freund Knossi. Ja! Trimax. Ja! Montana Black. Aber sie haben auch Unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November. Ja! Ja! Ta-da-da! Ta-da-da! Ey, Sascha. Das Video war wieder. Also, das Video. Bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt, Alter? Das Video war legendär. Ey, das Ende. Sascha, muss ich dir sagen. Beim Ende hast du wieder geil gerettet. Beim Ende, Chat, ganz ehrlich, beim Ende hat er wieder geil gerettet, ne?
Ich wirklich, war legendär. Wirklich, ist ganz ehrlich, Sascha. Du bist wieder da. Cool, Alter. Bam! Alge.